Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute soll es mal wieder um Brego gehen und dieser Videoausschnitt hier ist vom 7. November 2017, also noch ganz vom Anfang, als Brego frisch bei mir war. Und heute wollte ich euch mal ein bisschen was vom Putzen und vom Putzplatz zeigen. Vielleicht habt ihr da ja eben schon gesehen, dass er ein bisschen unruhig rumgetänzelt ist, vorwiegend auch dann, wenn ich etwas weiter von ihm entfernt bin. Es liegt einfach daran, dass ihm der Putzplatz noch nicht so ganz geheuer ist, ist aber nicht weiter schlimm. Ja, vielleicht ist dem ein oder anderen von euch auch wieder aufgefallen, dass er gerade das linke Hinterbein entlastet. Das hatte ich ja im letzten Video schon mal angesprochen, weil ich da mal sehr viele Fragen und Kommentare zu bekomme, warum er halt immer ein Hinterbein entlastet. Ich kann euch das zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Also er hat zwar hinten links eine alte Narbe, aber entlastet auch nicht immer nur dieses, sondern auch mal das andere Bein. Und solange ich da eben in der Bewegung keine Lahmheit oder Unklarheit sehe, sehe ich da eben nicht die Notwendigkeit, jetzt einen Tierarzt anzurufen und ihm dann zu sagen, naja, mein Pferd entlastet seine Hinterbeine. Da wird der Tierarzt mich wahrscheinlich auslachen. Ja, eigentlich wollte ich ihm für die heutige Einheit mal einen Longiergurt drauf machen, also gar nicht, um da irgendwas dran zu verschnallen, sondern einfach nur mal einen Gurt drauf, auch um später dann mal einen Sattel halt drauf machen zu können, auch wenn er das wahrscheinlich alles kennt, aber ich wollte das Step by Step machen, wie bei einem Jungpferd, weil ich ja einfach nicht weiß, wie mit ihm gearbeitet wurde und man sieht auch, dass es ihm hier erstmal auch nicht so richtig geheuer war. Leider war es so, dass das hier eben der Longiergurt von Solido und auch von Tino ist, also der passt meinen beiden Ponys und da Brego doch ein etwas größeres Kaliber ist, vor allen Dingen auch ein ziemlich dicker Bauch hat, hat ihm der Longiergurt leider nicht gepasst, also auch im letzten Loch nicht. Und dann habe ich ihn im Endeffekt dann wieder abgemacht. Es ist gut.
Danach waren wir wieder hier auf dem kleinen Platz und haben da ein wenig gearbeitet, also wenn man das Arbeit nennen kann, was wir hier machen. Tatsächlich haben wir wieder so ein paar Fühlübungen gemacht und danach auch wieder longiert. Und ich habe mich dazu entschieden, das nicht mehr so ausführlich darzustellen wie im letzten Video und auch nicht mehr so umfangreich zu kommentieren, weil ich da doch sehr, sehr viel Feedback bekommen habe, wo irgendwie jede meiner Bewegungen und alles, was ich mache, auseinandergenommen wurde. Und ich weiß nicht, ob die Leute das ein bisschen missverstanden haben, dass es irgendwie ein Lehrvideo sein soll oder so. Tatsächlich wollte ich euch eigentlich nur zeigen, was wir so gemeinsam machen, also wie so ein kleines Schaufenster, durch das ihr gucken könnt und wo ihr uns einfach bei der Arbeit zuschauen könnt. Also ich bin kein Bodenarbeitstrainer, kein Verhaltenstherapeut für Pferde oder so, ich habe da keine Ausbildung und ich mache das alles einfach ein bisschen nach meinem Gefühl und in der Vergangenheit hat es bei den Pferden auch immer sehr gut funktioniert. Tatsächlich habe ich nur einen Trainerschein im Bereich Leistungssport, also Dressur und Springen. Das heißt, da könnte ich euch was von der Ausbildung erzählen, hier am Boden eher weniger. Und ich dachte, es wäre so eine ganz nette Angelegenheit, wenn ich euch da zeige und kommentiere, was wir so in den ersten Tagen gemacht haben. Aber habe mich eben jetzt dann dazu entschieden, das euch einfach nur noch hier in kurzen Ausschnitten zu zeigen, gar nicht mehr viel zu kommentieren, weil mir das ehrlich gesagt zu anstrengend ist, da jeden Schritt und jede meiner Bewegungen zu rechtfertigen und zu diskutieren in den Kommentaren. Wie gesagt, wenn ich da irgendwie Fehler mache oder so, sei es mir verziehen. Ich bin dazu nicht ausgebildet und ja, mach das so ein bisschen nach meinem Gefühl. Jetzt könnt ihr die restlichen Szenen noch ein bisschen mit Musik anschauen und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Macht's gut, tschüss!